nachdem wir die Dinge ja, gefunden haben. Willkommen zurück zu Professor Plays Fallout 3 nach... nein, technically nicht Game Crash, sondern ich habe aus Versehen F9 gedrückt statt F5. Ein offensichtlicher Bug im Spiel. Das heißt, technically the same. Ich hasse Jumpscares. Suddenly a wild bear appears. Aber wirklich? Warte, eigentlich? Suddenly bears. Everything's better with Chinese attack bears. Wobei, es ist eigentlich nicht wirklich... But these are American bears. Kann man schon erklären, warum unsere Waffe so wenig Schaden macht? Weil wir keinen Energy Weapon Skill haben. Admittedly. Ich sehe den nicht einmal, what the fuck? Weil es doch die ganze Zeit niederhugelt. Ah, da ist noch ein. Ah ja. Okay. Ich glaube, ich gebe das mal die auf. Du gerade nicht mitbekommen hast, was du bringst, du. Was habe ich in die Luft gejagt? Oder du meinst, you im Sinne von I exploded? Nein, du hast einfach den einen Typen, der sich die ganze Zeit nicht niedergehugelt hat, nicht getroffen und deshalb. Aber das Fahrzeug hinter ihm, genau. Good enough. Das ist ein großes Problem mit diesem Spiel. Wenn deine Deckungen explodieren können, sind sie eine schlechte Deckung. Genauso wie diese Spiele, wo dann die Gegner alle mengenweise hinter explodierenden Fässern sich verschanzen. Und ich denke, yeah, no. Ah, es war ein Roboframe. Ah ja, das habe ich gerade noch gesehen. Dogfight. Da. Im Zaun. Mehr oder weniger im Zaun. Ah, dann gehen wir halt näher, um ihn zu erschießen. Palomerks waren doch alle Männer, oder? Da kann ich heteronormativ sein. Ungefähr, ja. Then he drew a laser rifle. Ja, und dieser Talon Merc mit dem Messer hat gerade seinem Kampfhund mit der Granate mehr Schaden gemacht als uns. Congratulations. Apropos. Nein. Darf ich kurz vorschlagen, dass du jetzt einen Hard Save machst? Ja. Ich glaube, damit haben wir jetzt zweimal das Failing ausgeglichen. Ah, da geht's dann noch rein. Das knacken wir dann nachher. Ja. Nach Saving. Die Zelte sollten auf jeden Fall durchsuchen. Setz doch nachher jemand mit einer Schrotflinte an. Ich hab schon keine Ahnung mehr, was Klober alles verwendet. So. In Wastelands, warum Plates und so ein Pulse sein, oder? Where did he go? Er ist runtergesprungen. Leroy Jenkins, aber ich habe ihn erwischt aus der Luft. Ich habe auch Dog mit erwischt, also. Für meine Verhältnisse war das gar nicht schlecht, das Manöver. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Da liegt übrigens ein Missile, lag übrigens ein Missile Launcher. Und? Haben wir nicht einen. Perfectly. Ah ja. Und 39 Raketen. Ja, wir verwenden ihn bei nächster Gelegenheit. Klassische Warhammer Space Marine Bewaffnung, Messer und Raketenwerfer. Ich meine, alles, was ein Space Marine braucht. Irgendwas muss er ja verwenden, sobald ihm die Munition ausgeht.
Genau, und selbst der Space Marine kann nicht mehr als, ich weiß nicht, 15 Raketen schleppen. Dafür hat er ja sein good old trusty Power Pack. Also der Raketenschuss hat mich jetzt wirklich surprised, muss ich sagen. Seriously, Guy, what's your problem? Wir. Ja, fair point. Die Tatsache, dass er das war einzig logische gemacht hat, mit auf die Person in Power Armor mit einem Raketenwerfer geschossen, also zu schießen und ja, das Ding schon gemacht hat. Bis wir das Weiße in den Augen sehen, ja, es wäre kein Power Armor, ja. Warum haben wir eine Very Easy und eine Very Hard Door? Lass mich raten, die Very Hard Door spart uns sicher einen Haufen Bullshit, oder? Ja. Oder es ist einfach unterschiedlicher Loot hinter beiden. Let's pretend it's that. Seht ihr, wie viel Zeit man bei diesem Spiel verscheißen kann mit Sachen, die nichts mit der Story zu tun haben? Nicht, dass die Story so... Was, das machst du direkt davor. Ja, ich bin lieber... Ich meine, ich verstehe dich, eine 10% Chance ist immer noch besser als einfach rumscheißen. Oh, it's one of these places. Ah. I too would mind the entrance that I locked beforehand. Warum hat er keine Lebensbalken gehabt? Hast? Er findet das auch so angenehm, dass alle Minen im Fallout-Universum gut integriertes Friend of Foe haben. Das ist ja richtig so. Das auf Basis von Glauben funktioniert. Ah. It's one of these places. Okay. Es hilft natürlich nicht, wenn ich glaube, die ganze Zeit abräumen. Aber... Geh nochmal raus und wieder rein. Vielleicht geht sie sich dann. Ganz ehrlich sagen, dass NPC-Mortalities in solchen Spielen von dem her lebensnotwendig. Habe ich sie nicht denn? Doch, aber da war mehr als eine Mine. Ist da wieder was respawned? Das letzte war doch dann nur noch eine weitere. Hey, da. Haben wir irgendeine akzeptable Waffe für die Situation oder nicht? When in doubt, put the rockets out. Alle Steampacks haben wir eigentlich noch zum Wasten? Ja, 100, okay. Oder diese Spiele, wo glaube ich Levels mehr Einfluss haben als die actual Weapons, die man hat. Was? In einem Bethesda-Game? Glaube ich dir nicht. Ich frage mich, für was das ominöse Terminal ist. Irgendwelche Tourage-Shenanigans. Also geben wenigstens gut XP. Hast du dann in diesem Monumental eigentlich schon wieder so unnötig viel Platz? Der Gatling Laser, die Gatling Gun, das Gauss Rifle. Ja, yeah, okay. Das Super Sledge. Brauchen wir das ganze Zeug eigentlich? Die Minigun eindeutig nicht. Hä? Probier's mit Sprawl? Aber Sprawl hat doch nur zwei gleiche gehabt bei drei. Stimmt.
ist ein... Also diese Minigames, ja. Start removed. Why? Thank you, game. Also seht ihr, diese Spiele sind... Es ist blanke Zeitverschwendung. Ja, dafür, dass man das hat. Ey, es ist ein... Genau, wie viel zeige ich? Reconfigure Target Parameter. Jetzt targeten sie niemanden. Deactivate. Nein, es sollte sie jeden targeten. Wenn ich hier keine Power Armor hätte, wäre das eine extrem schlechte Idee hier. Der Motor von unserem Kampfhund rennt gerade auch wild. Ja, die ganze Zeit so, das ist ziemlich mühsam. Wo ist Klo eigentlich? Scheiße. Da. Nicht, dass die wieder irgendwo stirbt. Das ist lustig, also kann ich mich gar nicht so wirklich daran erinnern, ich weiß sogar nicht. Ja, es ist eindeutig der Weg, wo wir rausgehören würden. Ja, weißt du, ich schmeiß jetzt den Minigun weg. Wenn das wenigstens irgendeinen Effekt hätte, dass man dann hergeht und den Commanding Officer. Aber wir sind ja noch nicht in seinem Dings, oder? Wir sind in seinem Quartier. Okay, das sollte jetzt schaffbar sein. Generated, genau. Also, try es, also, bist du klar. Was edit beim Erzeugen im Moment da? Warum kriege ich die Meldung, dass ich oben kam? Das waren die Meldungen von, das war von den, Rick Shotguns, die du disarmt hast. Ah. Es ist nichts mit, einem Ink. Ja. Probier Animated. Na. Liebe Kinder, so schaut Successful Minigame Design aus. Da war Reverted, das hätte sein können. Blanker Bullshit. Wie haben wir uns das damals gefallen lassen? Diesen Shit. Vor allem, irgendwie gibt's wenig gescheit gemischte Wörter. Das sind entweder irgendwie alle falsch oder. Ja. Oder wenn du es perks. Ich so, dass du sagst, okay, das ist wirklich. Tracking. Ist das zwei davon entfernt? Ist das nicht nur einen entfernt? Stimmt auch wieder. Das ist zu nahe dran. Tripping? Nein, das ist auch wieder zu weit entfernt. Also, es ist so, wie wenn man 10.000 Mal Minesweeper spielt, bis man mal beim ersten Mal nicht auf eine Mine klickt. Es hat genau diesen Fun gerade für mich, denn... Nur damit ich ihnen ihre Steampacks stehlen kann, danke. Bist du eigentlich auf Buffout, dann kannst du mittragen. Das ist ein guter Punkt. Lass mich lieber Munition mitnehmen, die wir nie verwenden werden.
ist ja nicht so, die Munition hat kein Gewicht, da muss sie wurscht. Du kannst das Jaguar-Meat dann auch einmal essen. Der Fight des Jahrhunderts. Er ist der Commander, er ist der Einzige, der einen Helm hat. Er ist gerade irgendwie eine Waffe aus der Hand geschossen. Das hat gerade ausgesehen, als hättest du ihm einen Fatman aus der Hand geschossen. Ja, ich glaube mehr ein normaler Raketenwerfer. Ich bin zu weit weg hier. General Retreat, ja. Genau, mit der letzten Kugel. Das wollte ich eigentlich vorher her sagen. Was? Der Grund ist, mit Clovis eigentlich der Grund, was ich gerne neutrales Karma hätte, dass wir den Mr. Gutsy bekommen können, weil das einer der wenigen Begleiter ist neben Fox. Okay, I'm sorry. Ja. Ja. Ziemlich viele Lebenspunkte haben. Okay, ich hab kurz noch hingeschaut. Hast du gerade echt Arkham's Razor aufgehoben? Arkham's Razor. Ah. Der Arkham Guy hatte der Originale hatte nichts mit dem. Selber mit dem Razor zu tun. Aber ich weiß eigentlich, warum da eine Typ ein General ist, weil er als einziger kein Trottel ist und wegläuft vor überlegenen Gegnern. Er war Commander und damit war er einfach nur der höchste mit dem höchsten Rang des Trottels. Also ich könnte schwören, dass ich dabei all meinen Fallout 3 Playthroughs nie unten war. Aber wahrscheinlich habe ich noch vergessen, so. Also von der Besonderheit dieser Location, ja. Ich glaube, es ist eigentlich nichts außer, dass du den Commander von den Talon Mercs umbringen kannst hier und fertig. Ja, geh vielleicht noch kurz ins Wasser, vielleicht ist da irgendwas unten. Dass das keinen Weg zum Reingehen hat, gescheit, wenn ich es richtig gesehen habe? Doch. Ach, da. Okay, muss das sein, Spiel. Nope, only radiation. Lass mich hier so rumstehen mit dem Messer in der Hand, weil die ganze Zeit Schussgeräusche kommen, die lang nicht aufhören. Was indikiert, dass es überhaupt kein Problem in dieser Basis gibt. So, wo ist jetzt mein Level Up? Das passiert, wenn du den letzten roten Strich auf deinem Kompass umbringst. Und ich weiß irgendwie nicht, basierend auf meiner Militärausbildung würde ich auch zum größten Teil eher von Schussgeräuschen Abstand halten, bis mir der Befehl gegeben wird, dass ich hingehen soll. Würde dann besonders... Wo? Was? Wie? Schau einfach mal, ob Wetz es findet. Turrets. Of course, it's bloody turrets. Ja, ich glaube, das wird dann der andere Weg sein. Awesome. Ja, leicht möglich. That looks like a silo of some sort. Yeah.
Ja, Dogmeat. Ah, es war in dem Zelt. Whatever, good enough. Ich glaube, wenn wir Occam's Razor haben, wird das schon passen, Knut. Ja. So, technically hätten wir jetzt die Talonkorb eradicated. Entniedert. Ja. Und eigentlich waren wir hier, um Locations freizuschalten, da in die Gegend zu gehen. Ja. Hatten wir einen Plan? Ah ja, der Plan war entweder die Quest fürs Oasis zu machen oder endlich irgendein weiteres DLC anzufangen. Okay, Oasis. Energy Weapons. Wir brauchen Smell Guns und Energy Weapons, ja. Smell Guns. Smell Guns, genau. Science sollte man. So. Was hätten wir hier noch? Und den Level. Better Criticals vielleicht? Warum nicht? Oh! Beim nächsten Level Up könnten wir Lawbringer nehmen, um endlich neutrales Karma zu bekommen. Ist das realistisch? Ja. Was haben wir für einen Karma-Wert? Ja, wenn uns das halt das Spiel anstellen würde, anzeigen würde. Ich finde es halt immer noch so dumm, dass der Karma-Wert in diesem Spiel von einer Quest komplett beeinflusst werden kann. Entweder so gut, dass du nicht runterfallen kannst, oder so schlecht, dass du nicht aufsteigen kannst. Welche wäre das? Die letzte, oder? Nein, Megaton Bomb. Well, ich meine, eine Siedlung wegnuken ist selbst, ist auf der Skala der meisten RPGs mehr als. Can I have a better gun? Naja. Also, wenn ich jetzt so lange drüber nachdenke, wie viel spielen kann, vor allem etwas, das nicht wie bei Fallout 1 oder 2 noch irgendwie. Mit die Enclave hat angefangen oder der Master hat angefangen, noch irgendwie rationalisierbar ist. So sagen wir, die Enclave möchte alle Leute auf der Welt umbringen, die keine Mutanten sind. Wir sagen, ja, okay, jagt sie halt in die Luft und killt 10.000 Civilians dabei, weil sonst sterben noch mehr Leute. Da kann man Diskussionen führen und in Fallout 1 mit dem Master meinetwegen auch wegen dem paar Cathedral abschießt. Aber Megaton. Da gibt's kein. Also, die sind in meiner Sicht gewesen. Ich meine, das ist kein Argument. Naja. Ich meine, es ist ein Argument, aber ein schlechtes. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage: With the power of future sight, die Children of Adam zu zerstören, bevor sie zum größeren, noch größeren Problem werden. Hat schon seine Vorteile. Wo wären die zu einem so großen Problem? Im Vierer? Doch nicht wirklich. Ja. Die paar Wahnsinnigen. Genau, darüber wollte ich reden. Es hat nämlich Bethesda hat es nämlich geschafft. Sie haben ja ein Fallout Roleplaying Game gepublished. Also wirklich ein Pen and Paper Roleplaying Game. Es gibt und schon. Good to see you. Ah, gut. Are you willing to attack? We were on our way. Fallout RPG, yes. Ich habe schon vor Jahrzehnten in die RPG. Das kann ich einmal erzählen, aber erzähl du einmal. Ja, und sie haben für das erst vor relativ neulich, vor einem Monat oder sowas, ein Kampagnenbook dafür rausgebracht. Das die miserablen Umstände erklärt, warum Fallout 4, also erklärt, warum es überhaupt so miserabel in Fallout 4 ist, wie es ist. Und zwar, was man nämlich nicht weiß und auch nicht gesagt bekommt, weil sie es natürlich erst nachgeschrieben haben,
hat es in der gesamten Gegend einen relativ harten Winter gegeben, kombiniert mit einem wahnsinnigen The Children of Adam, Atom. Ja, ich meine, Schnee liegt da noch ein bisschen rum. Ja, aber es war eben ein ziemlich krasser Winter, der den Großteil der... Also fast alle Siedlungen, also alle Siedler, die nicht vorher schon ausgewandert sind, dort einfach umgebracht hat. Which explains why there is no one. Because either they moved or they're dead. Cheap excuses 101. Ja. Kampagnenbuch. Wo kommt das Arschloch? Ja. Hä? Warum sind die Wasteländer plötzlich feindselig? Da haben wir friedlich mit uns geredet. Dann kommt wieder, hey, you lost karma, because you shot this random people that randomly had aggro triggered. That might have been unprovoked, but not really. Wir sind schon von der Enclave Soldier angegriffen worden. Wir wissen schon, dass das. Ja. Ja. Okay, also es gibt ein RPG, was wir versucht haben, es auf die erbärmlichste Art und Weise, diese Konten zu retconnen. Gut. Also das Kampagnenbuch an sich soll relativ cool sein. Ja, das mag sein, aber ich habe mich jetzt wirklich auf diese Erklärung bezogen. Ja, die Erklärung dahinter ist halt lächerlich. So. Ah, das wird wieder so ähnliche Folge an Nixon und so. Was war eigentlich mein Train of Thoughts mit dem Nuklear-Dings? Ah ja, genau. Fällt uns ein anderes Videospiel ein, wo du ob das Player-Character wirklich so einen so wirklich Nuklear-Terrorismus betreiben kannst? Technikell ist schon nicht mehr Terrorismus, weil alle Leute sterben. Kannst du nicht so ein Blödsinn in Ding abziehen in einem der Wastelands? Ich meine, technikell kannst du dann mit dem Water Purifier am Ende vom oder dann noch mehr Schaden machen, aber also Fallout 3 lässt ist definitiv hoch auf der Evil Scale. In Wasteland hat er meistens auch Atomexplosionen, aber die sind, aber die löst du eigentlich nicht wirklich als Spieler in dem Maß, glaube ich, aus. Es ist, ja, es explodiert was, aber im Normalfall ist es entweder storymäßig notwendig oder not your fault, wenn ich mich richtig erinnere. Also... Ich verstehe auch nicht, was die ganze mit diesen, was es mit diesen ganzen Schinkenradios auf sich hat. Irgendwann habe ich mal gewusst, warum die Hemradios heißen, aber ich bin schon in einem gewissen Maß bin ich postfaktisch im Sinne, ich habe schon so viel Shit wieder vergessen in meinem Leben. I forgot more useless facts than you will ever know in your life. Ich glaube, es gibt viele Themen, wo ich wirklich berechtigt zu 100% wahr sagen kann, ich habe mehr vergessen, als die meisten Leute jemals dazu gewusst haben. Das ist jetzt nicht einmal ein Break, das sehe ich jetzt als Feststellung. Oh, ein Mini-Nuke, ne? Ich könnte jetzt gemeinsam uns sagen, warum erklärst du die meisten Studiengänge? Naja, sehr viel ist ja als Methode, um zu checken. Also ich könnte es gleich als Lehrer sagen. Hattet ihr vorher nicht weniger Hitpoints schon? Du lernst ja auch, du lernst ja auch zu lernen. Das stimmt. Ja. Und zum Teil, und das ist jetzt auch nicht nur eine billige Ausrede. Jetzt. Okay, warum schießt ständig irgendwer auf uns? Ich bin auf diesem Trip schon durch mehr als die Hälfte unserer... Ah ja, da sind wir bei... Verwendet keine Deckungen, die... So, jetzt reparieren wir das Assault Rifle und dann wechseln wir die Waffe, weil das nicht... Wir haben eine Power Armor. Hä? Ah, da. Du hast eins aufgehoben, das mehr Ding hat. Oh, das. Ja. Irgendwas, das die Abnutzung vom Klump hat. Was hat. Was wir haben eine Power Armor an. Wir brauchen keine Deckung mehr. Könnten das durchaus mal gegen den Super-Slice alles. Okay. Ja, das ist auch, was ich vorher sagen wollte. Also, das ist ja teilweise ein langes Ramblen, also irgendwas anderes.
eines, also so Breaching-Szenarios, also eine Power-Armor würde umsetzbar hin oder her, jetzt müsste Mars ja militärisch Sinn machen. Wenn du sagst, okay, dann können deine Truppen wirklich viel mehr reinstürmen. Übrigens, die Originalsturmtruppen des Ersten Weltkriegs hatten auch Metallpanzerung, um sowas süßen was machen zu können. Wenn du sagst, die Power Armor erlaubt es natürlich auch nicht randomly reinzurennen, weil es gibt bei uns genug Waffen. Und du sagst, die Anti-Tank-Missile auf kurze Range draufkriegen oder sonst was. Oder generell Anti-Tank-Weapons. Oder ich bin mir nicht sicher, auch wenn du sagst, okay, die Granate durchdringt vielleicht physisch nicht deine Power Armor, weiß ich nicht, wie gut du das trotzdem aushältst, die Druckwelle oder sowas. Also da ist immer die Frage. Aber wenn du sagst, du kannst noch ein bisschen Small Arms Feuer durchlaufen, dann ist das schon sehr viel wert. Oder du kriegst von du kannst im sekundären Betonschrapnell in so einem Stadtkampfszenario auskommen. Also da gibt's schon, du hast eigentlich mal darüber. Also du kannst alleine durch die Enhanced Strength Türen auftreten und kannst. Eigentlich würde ich gern darüber. Ja. Und kannst alle deine. Ich wette, wir sterben, wenn wir da runtergehen. War da nicht irgendwas mit, wir können das buffern, wenn wir in der Luft sind, oder? Ja, du kannst in der Luft quicksaven. Und dann überlebe ich sie, okay. Ja, natürlich. genau, ich war ja bei dem. Okay, du hast erhöhte Stärke, das heißt, du kannst deine Handfeuerwaffe immer noch akkurat mit einer Hand abfeuern. Im besten Fall hast du Stabilisation dafür, ja, und kannst. Ja. Also. Du hast einen Missile Launcher. Auch okay. Ich habe auch ein Power Tool. Hit the robot with a big stick. Außerdem ist der Robot vernünftig genug, nicht alle seine Waffen auf Melee-Distance abzufeuern. Was nicht alle Gegner hier machen würden. So, ist mir egal, dass du Melee-Distance bist. Ich schieße trotzdem mit dem Raketenwerfer. Wow. Es wird reichen, wenn der Roboter mit seiner auch erhöhten Stärke hergeht und dir den Lauf seiner Gatling Gun reinhaut. Genau, ob du schießt oder nicht. Ui, wir sind schon ordentlich vom Kurs abgekommen. Gut. So, wir gehen erstmal da zur erstbesten Location. Punkt zum Jahr. Genau, weitere Rambles. Also, Spiele, wo du wirklich so flächenmäßig Leute umbringen kannst, intentional und nicht so ein, oh, du, dieses klassische Good Guys fucked up and the world ends. Oder es macht jeder böse. Sind gar nicht so häufig. Ich meine, wie ist das eine von Paradox gepublished, das eigentlich ist irgendwie so ein bisschen so ähnlich wie Pillars of Eternity war. War das nicht Overlord oder irgend sowas? Nein, Overlord. Das andere, das war Tyranny. Tyranny. Das hat mir, es war eigentlich relativ kurz und weiß ich nicht, wie viel Replay Value es wirklich haben könnte, aber es hat mir ziemlich gut gefallen. Von dem Konzept und bei. Und da bei Tyranny, du hast vollkommen recht, bei Tyranny kann man. Ja, da kann man schon Entscheidungen treffen, wo auch einige Leute sterben. Aber dieses. Aber so random, unmotivierter Terrorismus auf der Fallout-Skala, ich meine, du kannst auch mit Fallout 2 ja Shenanigans abziehen, aber hauptsächlich betreffen sie die Enclave-Leute. Okay, er will ein Sniping-Duell haben. Ich gebe ihm, ja, Missile Launcher. Ich möchte ihn eigentlich eher nur, schauen, ob wir ihn irgendwie da runterstoßen können, weil ich würde ihn gern Mesmatronen, weil er hat einen. Wie kommen wir da? Kommen wir da überhaupt irgendwo rauf? Ich glaube, es reicht, wenn du ihn mit dem. Nein. Ich glaube, es reicht, wenn du ihn mit dem Missile Launcher in Einzelteile zerlegst. Für den Loot, meine ich. Schaut sich an, es wird draußen auf uns ein neuer Roboter warten. Ja, Mr. Gatzi. Aber der kämpft schon mit Grover. Und deshalb würde ich davon Abstand nehmen. Oh ja.
Ja. Ah. Ich dachte, das wäre eine Pulse Recade Grenade. Die waren vorher schon am. Die müssten vorher schon gebrannt. Das war jetzt nicht die Detonation von der Pulse Mine, oder? Nein, das Auto hat die Pulse Mine ausgelöst. Ja, und also, wenn Welt in der Deckungen explodieren können. Explodieren, bitte, ich soll schlafen gehen. Ist eine sehr grausame Welt. Wenn wir randomly neben dem Haus von dem Drifter wohnen, natürlich. Also hast du eigentlich nachgeschaut, ob der eine besondere Bewandtnis hat oder hast du es nur angenommen? Ich hab's angenommen. Und du kannst gerne mal nachschauen, was es dazu zu sagen gibt. Lol. Free Drifter. Her, okay. Reservist Drive, es ist auf jeden Fall eine Oasis Dreadhood. Ja, Oasis Coordinates. Also es passt zumindest zu dem, was wir vorhaben. Oh, irgendwo ist hier ein ganz. Irgendwo in der Church ist ein ganzen Bullets. Hast du ein. Ich glaube, das war. Ja, es war auf jeden Fall bei den Armorbox. Gefunden. Da ist es. Ja. Nee. Na? Geht. Ich glaube, mit der ohne Energy Weapon Skill ist das wirklich sehr disappointing. So, und jetzt hoffen, dass kein Auto explodiert hier. Das Holotape, das auf ihr war, führt ein. Oh, wir haben schon. Ja. Ich weiß zwar nicht, woher wir sie haben, aber wir haben sie schon von irgendwo her. So. Wichtig ist, dass wir irgendwas ist hier auf dieser Map-Seite. Da waren wir sehr. Sehr ineffizient beim Gehen, ja. Also jetzt hier diese Map ist riesig und. Laut Wiki ist Drift ein He. Hat, glaube ich, einen toten Gegner missgegendert. Also wirklich. Diese bösen Charaktere schrecken vor nichts zurück hier. Also wirklich. Ja. Genau, wo waren wir? Böse Ex, ja, also. Wie gesagt, ich glaube eigentlich. Oder gehen wir es mal durch, das wären so die Klassiker. Baldur's Gate 1 und 2. Selbst wenn du böse spielst, machst du eigentlich keine wirklich sehr bösen Sachen. Gerade der Giant Scorpion und den Jaguar, ja. Und beschlossen, dass er uns auch gehen möchte. Ja, okay, aber er hat das mit dem Bär. Also der Bär hat ihm schon ordentlich gegeben. Danke, Bär. Cool. Was soll ich sagen? Super. Alter. Der ist schon sehr groß geworden in der Zieloptik. Okay. Ich glaube, wir haben Gegner gefunden, gegen die Waffe einfach mehr kann. Ja, vielleicht haben wir irgendwas verbrauchen. Es ist auch schwer, einen Dialog zu führen, wenn man ständig Sachen da erschießen muss. Also aus diesem. Die Guns, das gibt's auch noch. Haben wir sonst noch irgendwas? Nein. Ah, nehmen wir auch einmal. Small Guns, Big Guns. Können wir einfach weitergehen, das gibt's ja nicht. So, wo wollte man hin? Halt. Mitten durch die Gegner. Nächstes fighten die da miteinander. Also jetzt seht ihr, also die Gegner, die da in der Wildnis spawnen. Ein bisschen ruiniert übrigens dieses automatische Mitleveln schon das. Dieses geile Feeling, das man einfach dann in diesem Spiel hat, wenn man da als. Das Wandel der Tod und Vernichtung durch die Landschaft zieht und sagt, aha, ihr könnt's mir alle nix mehr.
Weil manchmal ist es schon cool, wenn man Schneise der Zerstörung, so wie die Katze, die gerade durch den Raum ja abziehen kann. Okay, eindeutig wir die haben gegen. Schneise Zerstörung. Okay, das ist besser, gegnermäßig, ja. Ah, da, das ist jetzt Duell. Vor allem ist es irgendwie immer, das sind dieselben Gegner. In New Vegas ist es wenigstens immer wer anders, bis einen irgendwie entweder in CR oder Legion Hit Squads die ganze Zeit auf die Nerven gehen. Dann macht es aber auch storymäßig noch verhältnismäßig mehr Sinn. Wer schießt denn immer noch? Ich bin schon fertig. Wo ich sage, okay. Da oben ist Raid Outpost. Ja, den streifen wir jetzt aber nur. Ja. Ja, das macht das wenigstens Sinn, dass die einem die ganze Zeit Murder Squads hinterher schicken, Ja, wenn man eh. die oft ein Weg sind. Also immer. Einweg Murder Squad. One-Use Murder Squad. Bandname, wenn ich ihn Naja. hinten höre. Ich hatte das keinen Waypoint hier. Frechheit. Oder wir haben ihn noch nicht gefunden. Aber wir sind mitten durchmarschiert. Wenn Weil er das nicht triggert, dann. irgendwo nötig ist. Weil irgendein Waypoint dreht sich die ganze Zeit mit uns mit. Ja, irgendwas ist da seltsam. Gut, dass es nicht nur mir. It whatever. Man sagt, man könnte sich wirklich 100 Ah, hast du Stunden in eigentlich, dieser. apropos, hast du eigentlich geschaut, ob OBS immer noch aufnimmt? Oder Ja, OBS OBS? nimmt immer noch auf. Wir waren ja nicht in so Gut. vielen Shops und Dings, aber danke fürs Okay. Erinnern. Gerne. So, nein, da wollen wir nicht drauf gehen. Wir sind jetzt nämlich schon am äußersten Kartenrand, so ziemlich. Wenn die ein Stück rüber gehen müssen, bis wir zu einem Eingang kommen. Ich glaube, so werden wir da nicht gescheit reinlaufen können. Ja. Sludge. War hier irgendwo in Lost. der Nähe die Vault für wo die Geige drin ist? Ich glaube, die war östlich, aber das beginnt jetzt wirklich nachzulassen bei mir. Wir schon gesehen haben, ja. Naja, also. Also man merkt bei Fallout 3, ja, wo man festgestellt hat, wir könnten mal ein RPG in 3D machen mit Shooter-Dings ist. Und das klappt eh, wenn wir Oblivion mit Waffen machen. Well. Das ist das Lustige, das haben sie am Anfang probiert. Nur die Bögen, sie haben die ganze Schussmechanik komplett neu in das System reinmachen müssen, weil Ah, das mit den Bögen nice. einfach gar nicht funktioniert hat. I wonder Frag mal, ob wir da rein können in den Zug. why. Nein. Zumindest hätte ich das nie geschafft, so. Ich glaube, der Weg da unten führt dann. Also, ich glaube, da muss man dann rauf oder so. Na, zeigt mir da Ja. rüber. Warte. Ach, Mensch. Bitte. Sollte Clover nicht ans Herd teleportieren? Na, das war sogar. Hey, bitte. Er, der Hund, der gerade von ganz oben runtergesprungen ist und das ihm egal war. Ja, aber der ist ein Hund, der zählt nicht so. Ah ja, Hey, stimmt. Abgeschafft, Pretoria. No time to talk to your type, local. Deine ist ja noch. Fuck, haben wir eigentlich schon Protector, was auch immer, wiederbelebt? Nein, weil sie Whoever wurscht, dass ich noch wiederbelebt? nicht dort war eigentlich. Ah, ja, okay. Ich meine. Stimmt, wir haben auch nichts Wichtiges für ihn gerade. Not as if it would Sind make das die sense. Schwammerl, die man mitnehmen kann? Nein, das sind die Brain Fungi, die einfach so wachsen. Oh.
Das hasse ich an den 3D, an Fallout 3 und New Vegas. Du hast keine Ahnung, ob das jetzt die Schwammerl sind, die du mitnehmen kannst oder nicht. Ich glaube, es müsste dieser geheime Weg sein, der einen Bogen macht, oder? Ich glaube, der Marker ist hier ein bisschen mehr. Nein, der kommt von der. Was ich mich erinnern kann, kommt er von der anderen Seite. Alter, wenn das Spiel gleich sagen, dass wir die Bounds verlassen. Nein, wir werden einfach in eine unsichtbare Wand rennen. Ich meine, der Staubteil, den haben sie gut hingekriegt. So. I'm gonna kick your ass. Ich weiß nicht. Es hätte fast. Es wäre teilweise auch sportlicher. Ich meine, es wäre ein bisschen psychopathischer, wenn man sagt: Okay, die Leute sehen einen mit Power Armor und Riesenwaffe kommen. Und rennen weg und es ist sozusagen ein, die Schwierigkeit ist die... Irgendwer hat da eh den schönen Skyrim-Clip gemacht, wo einfach die zwei Low-Level-Straßenräuber dastehen und der eine zum anderen sagt, hey, let's rob that guy. You mean that guy that just killed a dragon, who's running around in armor we can't even dream to afford? Yes. Yeah, but do you remember who we are? We are muggers. What do? We mug people. So let's mug that guy. Oh yeah. That's how they died. Also bald sind wir im Kreis drumherum gelaufen und es soll ja ein versteckter Ort sein, aber... Können wir nicht einfach Fallout 2 nochmal spielen? Das wäre halt wirklich die Überlegung wert, nicht? Weil an dieser Stelle, wenn man sich sowas anschaut, ja, rennen wir jetzt noch einmal im Kreis rum. Wir haben zwar den Marker auf der Map, aber es ist nichts wert, weil... Oh, das sieht aus wie ein Weg. Ah. Oh. Vielleicht? Nein. Ich meine, ja, es ist dort, aber da kommen wir auch nicht... Ja. Ich weiß es... Also man hat keine Versteckdings, es war jetzt nicht Hidden Hidden, oder? Es war jetzt nur... War einfach nur Arsch Hidden. Alles nur für ein seltsames Quest. Yep. Das sieht vielversprechend aus. Grün. Ja, aber was unterscheidet das jetzt von der wo wir Weg vorher waren? Durch die Klippe? Whatever, ich bin froh, dass wir es gefunden haben. Kinder, Blätter. Nein. Für die 70% vom Grafikbudget von diesem Spiel aufgegangen sein muss. So, und was es mit diesen komischen Hanseln auf sich hat, das erfahren wir erst in der nächsten Episode von Professor Blaze. Wenn wir da erst einmal reingehen, kann man sich wieder nicht aufhören, bevor 10 Minuten um sind. Und die Episode ist wieder mal viel zu lang. Okay.
danke fürs Zuschauen. Wer, ich glaube, bald muss ich beginnen, Merch zu machen für die Leute, die es so weit aushalten. Fallout Extreme Survivors Club oder sowas. Ja. Ich meine, ich habe mir eh schon Gedanken darüber gemacht, über Heroes of the Galactic Empire Badges oder Orden. Also wirklich einen Patreon machen für den Shit? Nein, bitte nicht. Ja, Glober. Warum haben wir eigentlich Glober dabei? Es ist so ein Arschloch. Ich weiß nicht, weil ich es irgendwann irgendwie cool gefunden habe, sie dabei zu haben. Können wir vielleicht wieder Jaron, Caron, wie auch immer überlegen. Ja. Nur so als Anregung. Na gut. Was auch immer wir weiter sudern, wir werden es in der nächsten Episode machen. Wenn es wieder heißt, Professor Plays Fallout 3 mit Raffi. Bis bald. We'll be right back.